Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Rivals 2 Serie. Das nächste Trainingsspiel, das neunte mittlerweile, steht schon an. Eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen einen Passing-Touchdown jetzt in dem Drive erzielen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir diesen Passing-Touchdown in nur 3 Spielzügen beziehungsweise nur in 2 Spielzügen erzielen. So, dann schauen wir doch mal an, was die Feldposition sagt. Wir sind an der 40-Yard-Linie. Es geht wieder gegen die Contenders. Hier im AT&T Stadium besteht 0:0 im ersten Quarter. So, was haben wir denn hier im Angebot? Klassischer Double Slant. Und wir können tief gehen. Denn Lamb und Cooper werden gepresst. Johnson in der Mitte ist unsere Absicherung. Da sehe ich doch schon. Oh, ist Lamp. Ah, ist er da in Bounce? Da haben wir, glaube ich, Glück, dass der Verteidiger uns in die Endzone gerissen hat. Wenn das eine Wiederholung gibt, haben wir ein Problem. Lamp feiert erstmal ausgiebig. Wir sehen keine Wiederholung. Also wird es gereicht haben. Und gleich im allerersten Spielzug, auch dank der gnädige Mithilfe des Cornerbacks, der Contenders, holen wir alle 5 Sterne Maximum Stars. Die 9. Trainingseinheit erfolgreich bestanden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.